Okay, und weiter geht's. Ja, haben wir beim letzten Mal schon gesehen, dass es hier das Gitter gibt, also gehen wir mal direkt weiter hier. Frachtraum, haben wir es doch geschafft zum Frachtraum. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, nicht, dass ich jetzt wirklich die Perle verpasst habe von dem Monster, aber... Der Sektor ist voller Wachen. Egal, was sie tun, lassen sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Hast du den Weg gefunden? Positiv, ich musste sämtliche Rohre in diesem Sektor erkunden. Da herrscht ziemlicher Verkehr mit diesen Behältern. Wenn sie herausfinden können, was in ihnen ist, dann schicken sie ein Foto an Iris. Kennst du ihre Vorgehensweise? Bleiben sie immer geduckt im Schatten. Und was immer sie tun, sie dürfen nicht rennen. Die hören das Gras wachsen. Viel Glück. Shawnee, Double H hat uns über Paige informiert. Er hat ihn in den Fängen der Alpha-Abteilung gesehen. Häng dich rein, Jade. Beende deinen Bericht. Das ist die einzige Chance, Paige zu retten. Also gut, also Paiges Namen nennen ist eine Sache, ne? Aber wieso nehmen sie den Decknamen Shawnee und spricht es auch mit Shawnee an, wenn sie dann unten doch Jade sagen? Also ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder Fusch im Schreiben oder man weiß es nicht. Na gut. Also im Dialog schreiben. Auch. Die Ratten ja noch mal Glück gehabt. Ich darf aber wahrscheinlich auf die Ratten auch nicht drauf treten. Hatte ich wahrscheinlich schon. Das sind ja wieder die normalen, die wir schon kennen. Ja, aber da ist noch ein anderes Tier, okay. Komme ich gar nicht weiter, wie es aussieht. Ja, doch hier wahrscheinlich wieder lang. Ja. Jetzt darf ich auch wieder die Kamera drehen. Sehr schön. Vorbeischleichen oder ich gucke erstmal hier.
Okay, das ist auch nur, um sich zu verstecken oder irgendwie wegzulaufen vielleicht. Bis die Tür aufgeht, krieg ich da auch nicht mit, wa? Wir haben Eindringlinge in der Fabrik. Haltet Ausschau nach ihnen. Balladeaktion wird wie geplant fortgesetzt. Beeilt euch. Sofortiger Abflug zu den Schlaghäusern. Okay, das ist auch nur hier so ein... An alle Patrouillen. Wir haben Eindringlinge in der Fabrik. Haltet Ausschau. Wahrscheinlich kann man dahin flüchten, wenn sie hinter einem her sind und kann dann sich verstecken, bis sie wieder... geregt haben. So wie jetzt zum Beispiel. Wir haben Eindringlinge in der Fabrik. Haltet Ausschau nach ihnen. Balladeaktion wird wie geplant fortgesetzt. Beeilt euch. Sofortiger Abflug zu den Schlachthäusern. Eindringling! Eindringling! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Was meint er damit? Zone gesäubert. Wenn du das sagst. Springen, wenn er mit dem Rücken zu mir ist irgendwie oder so, aber... Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Vielleicht war es auch noch ein bisschen zu früh. Bestätigt. Zone gesäubert. Zone zu säubern. Bestätigt. Nicht! Partner hat Probleme! Okay, System wieder angeschlossen. Wir werden angegriffen. Na, das ist ja einfach. Kann man die so leicht umlegen, dass ich vorher gewusst hätte. Kann ich so einen Stress machen hier. Bevor wir ein Jackpot treten, dann fliegen sie weg. Okay. Wo sind wir hier? Okay, wir nähern uns unserem Zielobjekt.
Kili gegen den Kili mit seinem Schild. Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Keine Qualitätsarbeit, ihre Techniker. Wenn die nicht mal leichteste Stöße aushält. Okay, ich hätte da unten irgendwas fotografieren müssen. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich dachte schon, die Tür geht nicht mehr auf. Dem Gang folgen. Hey, hey, alles klar? Wir werden an Alarm! Alarm! Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Okay, 90 Grad rechts von mir. An Iris schicken. In den Kisten sind Leute, offensichtlich. Also im Nahkampf sind die echt wegen ihres Schilds schon ein bisschen eklig, aber wenn man sie mit den Tritten überrascht, ist alles halb so schlimm. Verdächtige Aktivitäten, genau, Verladedock ganz hinten, okay. Miss Iris, der Weg ist von Flammen blockiert. Mhm, sehe ich auch. Vielleicht können wir da was drehen, wa? Oder auch nicht. Erstmal speichern wir hier nochmal. Stäbe durch, ja? Oh! Okay. Danke, hätte ich beinahe gesagt. Mich beeilen. Miss Iris, wenn Sie einmal keine andere Wahl haben, können Sie sich hinter einer Wache anschleichen und die auf den Lufttank schlagen. Das ist Ihre Achillesferse. Das habe ich schon gemerkt. Wir treffen uns später wieder. Der Schalter macht jetzt die Dinger da konstant aus. Hä? Wahrscheinlich, weil ich jetzt zurücklaufen könnte und die ausschalten, um das Bild noch zu machen, wenn ich mich halt beigeschlichen hätte.
Aber ich hab... Aber ich habe ja schon selber das bei dem Treten rausgefunden. Okay. Eindringling! Eindringling! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Hatten angegriffen oder wie verstehe ich das? Wieder einen. Dreht jetzt immer um 90 Grad, ja. Alles klar? Wir werden angegriffen. Ich habe da was gesehen. Das kommt von da drüben. Sind wir wie bei Kampfstern Galactica, hä? Seinem komischen Visor da. Falscher Alarm! Wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gehockt gehen muss. Ja, muss ich. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Wieso ich eigentlich zwei Sicherungen habe, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht hätte ich die zweite gar nicht mitnehmen müssen. Schön, wie du jaulst. Sehr erfreulich. Was haben wir denn hier? Endlich mal wieder Heilung. Ein weiteres Herz ist immer gut. Bravo, Jade. Was haben wir da? Scan-Analyse, okay. Die gesamte Energie des Fahrzeugs wieder her, okay. Einmal eine komplette Heilung ist auch nie verkehrt. An alle Wachen, Positionen halten und wachsam bleiben. Abfangen und zerstören. Ich könnte natürlich hinter so einer Kiste langlaufen. Parallel zur Kiste. Warte mal. Da komme ich zur oberen Halle. Könnte ein Tier sein. Oder ist es auf der anderen Seite? Okay, das ist hier eher wieder der Rückweg. Da geht es halt zurück, wo ich hergekommen bin. Insofern... Vielleicht eher dann der Weg, wenn ich hier raus muss wieder. Und noch nicht der
Oder wenn man jetzt nochmal das erste Bild von vorne braucht oder so, hat man nochmal eine Abkürzung, um dahin zu gehen vielleicht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wann die Sichtlinie unterbrochen ist. Genau. Okay, ein bisschen weiter und nach rechts müsste noch ein... Alter, das ist hier rattenverseucht. Das Tier. Spuren von Blabera, sehr gieriges Insekt. Gut. Kommt's wieder aus, wenn ich ein Stück weg bin? Dann kaufen wir erstmal ein paar Starkos. Ah, da quietscht wieder. Konto-Identifizierung. Okay. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wie eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Du bist es. Labera Gregaria. Noch einmal vielen Dank, Jade. Muss ich einen Starkos opfern? Oder kann ich es mir zurückholen? Nee. Nein! Verdammt, noch ein zweites geopfert. Dann esse ich das dritte, bevor ich es auch noch opfere, aus Versehen. Gut. Dann haben wir hier das Tier. Das wird wahrscheinlich das gewesen sein, was hier auf der Liste war. Genau. Okay. Hm? Ich hab da was gesehen. Ich gehe. Nichts. Das ist eine Wache. Hier werden die K-Pops hergestellt, oder wie die heißen. Das ist seltsam. Ich gehe.
Okay, also rundrum umlaufen, das funktioniert wohl nicht. Das ist seltsam. Ich gehe. Falscher Alarm! Nein! Das ist seltsam. Ich gehe. Eindringling! Eindringling! Okay, haben wir den auch? Okay, ich komme hier noch den Weg zurück anscheinend in die Haupthalle. Die haben wir schon. Da haben wir Strom. Die Karte bereits gespeichert. Okay, das ist dieselbe hier. Wieder ein bisschen aufrüsten. Oh, Schweinis Schuhe. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Gut gemacht, Jade. Pages Jetboost erschien sehr daran zu hängen. Er hat sie mir nie näher gezeigt. Aha. Oh, N6V7 und B6J7. Ich gehe mal davon aus, dass ich die später nochmal einsehen kann, aber ich schreibe es mir vielleicht trotzdem mal auf. Zur Sicherheit N6V7 und B6J7. Dann wissen wir jetzt auch, wie wir die Tresore im Dings aufkriegen, im Leuchtturm. Überwachungskamera. Wir haben bestimmt ziemlich viele interessante Sachen gefilmt, würde ich mal vermuten. Den Strom auch aus. Da geht's einmal nach unten ins Nichts. Computerraum. Oh, da können wir uns einmal die Überwachungskameras wie Kameravideos angucken. Noch nicht so spannend, wie ich gedacht hätte. Nicht hier raus, Sterbentreiber! Habt ihr ihn für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechte! Ups, ich hab's resettet aus Versehen. Lass mich hier raus, Sterbentreiber! Habt ihr ihn für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechte! Bestätigt! Sprunganzug und Schuhe, es ist alles im Spind.
Seine Kiste hat aber noch keinen Deckel gehabt, witzigerweise. Datenbank der Hylianischen Armee. Das könnte auch interessant sein. Hylianische Armee. Carlson KI Peters Handbuch. Warum fehlen da die unteren Teile von dem KI? Ist es gewollt? Band 23. Verteidigung und Aufklärung. Reguläre Armee, OR, organische Rohstoffe, Ausrüstung, laserresistente Panzerung, Pickelhelm. Alpha-Abteilung, Elite-Einheiten, organische Rohstoffe, Ausrüstung, laserresistente Panzerung, T-Hammer, autonome Atmung, Schwachpunkt im Lufttank. Elektrische Barriere, 380 Volt, Verteidigung und Aufklärung, entfernbare, selbstbetriebene Generatoren, um schmale Durchgänge zu blockieren. Zyklopeneinheit M39, Defensivlaser Stärke 5, Anti-Chunk-Panzerung, Warnung von elektrischen Feldern fernhalten. Das ist mir schon aufgefallen. Transporteinheit XB24, Überwachung, Transport kleiner Objekte, leichte Panzerung, unverwundbar, wenn glühend. Defensivminen, Schutz vor Wasserzugängen, die kennen wir auch schon. Überwachungsroboter, Umgebungssicherheit, defensive Schüsse, Zwillingsgasantrieb, Achtung, Schwachpunkt in Antriebstanks. Laserturm, Defensivlaserstärke 5, Autofeuer, Torpedowerfer, Lenktorpedos, Trägheitskoeffizient 9, was auch immer das heißen mag. Druckbehälter, Transport aller Arten lebender Organismen im Stadium lethargischer Kontrolle. Deswegen haben die den auch in so eine Flüssigkeit gepackt. Quasi wie so eine Art Stasetank in Flüssigkeit statt in Kälte. Es gibt ja auch so für Taucher, ne, so Flüssigkeit, die man atmen kann und so. Geschichten, sowas in der Art. Was natürlich dann auch ein bisschen weniger anfällig macht gegen Schwerkraft bei Beschleunigung etc. vermutlich. Aber sei es drum. Eindringlinge entdecken und verfolgen. Defensivlaser Stärke 5. Alarmbarrieren. Deaktivierbar am Alarmfall. Nicht offensiv und ineffektiv gegen militärische Panzerung. Permanente Barriere. Nicht offensiv und ineffektiv gegen militärische Panzerung. Überwachungsmodul, schnelle Sicherung einer Zone, Aktivierung mit Funkautorisierung, Aufklärungsdrohne, Umgebungsüberwachung, Funkverbindung mit Torpedowerfer. Okay. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich auch einmal wieder speichern. Okay, jetzt muss ich links hoch zurück. Ob ich vielleicht erstmal hier unten die anderen Dinger noch angucken könnte. Oder auch nicht. Da links noch ein Bild machen. Okay, da kommt man nur temporär, also da kommt man durch, aber vielleicht nicht wieder zurück. Also muss ich doch erstmal hier das letzte Bild noch machen. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Okay. Muss ich doch hier durch, ja? Sehr gründlich sind sie nicht, ne, bei ihrem Zonensäubern und so.
Flaschen können wir eigentlich mal nehmen. Blaue Ding ist hier immer. Okay, also muss ich doch von der anderen Seite kommen. Geld, wenn es noch nicht viel ist. Immer noch nicht die Perle von dem Monster-Typ wieder. Mir so ein bisschen Sorgen. Alarm! Alarm! Oh, verdammt. Oh, okay, also da kommt man nicht durch, wenn die einen einmal entdeckt haben. Da gibt es noch keinen Rückzugspunkt. Licht! Ach, da hinten ist noch ein Rückzugspunkt, okay. Säubert.
Oh, habe ich den ersten doch erwischt gehabt? Okay, ich dachte, ich hätte nur einen Tritt gelandet. Mögliches Leck in Sektor 5. Achtet auf die Druckbehälter. Ladevorgang in Sektor 3 unterbrechen. Ich wiederhole. Hey, hey, alles klar? Wir werden angegriffen. Ich gehe. Alarm! Ja, nicht ganz. Eindringling! Eindringling! Alter, die Kamera, ne? Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Zwei. Kann ich gerade jetzt durchkommen, soll ehrlich gesagt. Weil das geht auch nur um die Ecke, oder geht das hier noch weiter? Nee. Alarm! Alarm! Ich muss ihn eigentlich herlocken, um ihn dann hier zu töten. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Eindringling! Eindringling! Hat auch schon einen abgekriegt. Ich will ihn treten, verdammt. Wieder so gut wie tot. Aber ich komme halt trotzdem nicht über die Barriere drüber, ne? Schön, dass ich hier bin, aber... Ah, doch komme ich. Okay. Kontrollraum. Jetzt da oben rum zurück, wa? Hoffe ich mal, dass ich da noch wieder zurückkomme. Ich muss ja noch die Bilder machen. Na gut, also, dann machen wir hier erstmal wieder ein Safe. Sehr schön. Und dann machen wir an der Stelle vielleicht auch das Episodenende und dann schauen wir beim nächsten Mal, ob wir hier in dem Wirrwarr unseren Weg noch finden. Und wie gesagt, bin mir nicht so sicher, vielleicht hätte ich mit dem Schießdings irgendwie auf die Perle schießen müssen und die wäre dann irgendwie aufgestiegen oder irgend so ein Quark. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jemals noch wieder dahin zurückkommen und die noch einsammeln können. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, so ist es halt. Also machen wir hier Schluss und beim nächsten Mal geht es ja weiter. Bis dahin. Ciao. Ein weiterer Eindringling. Alarmstufe 10-3.
Wiederhole. Alarm!